Hey Leute, in diesem Video geht es um einen Helmhalter, den ich gleich auspacke und den ihr dann bekommen könnt. Und zwar ist es so, mich hat eine Firma angeschrieben, hat gefragt, ob ich dazu ein Video machen soll, kann, zu diesem Helmhalter. Ich hatte die überhaupt nicht auf dem Radar. Die Firma heißt One Tigris oder auf Deutsch würde es heißen Ohne Tigris. Und ihr könnt, schaut euch mal um, dreht euch mal um, zeigt mal, wie leer die Garage ist, weil normalerweise steht hier ein Roller und diesmal ist hier einfach gar nichts zu sehen. Es ist einfach, ich bin noch in, wie soll ich sagen, ich bin noch in der Pause, im Pausemodus und mache noch nichts, weil mir ist einfach viel zu kalt. Aber für die habe ich gesagt, mache ich mal eine Ausnahme. Und tatsächlich, ich habe die eigentlich gebeten, mir gleich zwei von den Dingern zuzuschicken, damit ich eins behalten kann und eins an euch raushauen kann. Die meinten, nö, die geben mir nur eins und ich soll darüber ein Video machen. Kein Problem, ich mache darüber ein Video. Und das Gute ist, ihr braucht es euch dann nicht kaufen, so sieht das gleich aus. Wir werden das auspacken, werden reinschauen, wie es aussieht, wie die Qualität ist, wie es verarbeitet ist und sowas. Und ihr braucht es euch dann nicht zu kaufen und zu schauen, wie es aussieht, sondern ich mache das für euch. Und im Nachhinein werde ich euch erklären, wie ihr dieses Teil, also genau das hier, mein eigenes, was ihr dann von mir bekommen könnt, wie ihr das dann haben könnt. Ich bin mir noch nicht mal sicher, wahrscheinlich werde ich das Ding hier auch irgendwie als Werbung kennzeichnen müssen. Ich mache sowas zum ersten Mal, keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich dachte, die schreiben mich an, ich probiere es einfach mal aus und sammle so meine Erfahrungen. Und ihr habt auch natürlich was davon. Also hier steht drauf, One Tigris, hier könnt ihr das sehen. So sieht das aus. One Tigris, spiegelt ein bisschen. One Tigris oder ohne Tigris auf Deutsch. Tactical Vest and Helmet Wall Rack. Die machen Camping-Zubehör und all so ein Zeugs. Das ist Made in China, Modellnummer TGZWR05BK, One Tigris, irgendwas Ausrüstung, Made in China. Okay, wir schauen einfach mal rein, was da so drin ist und ob es was taugt und wie das verarbeitet ist und sowas. Okay. Oh, macht schon mal einen guten Eindruck. Da ist nichts mehr drin. Eine Holzplatte, noch eine Holzplatte. Bedienungsanleitung, die ich natürlich gleich studieren werde. Oh, hier haben wir ganz viel Zubehör. Wow, richtig viel Zeug. Da wird der richtige Akt, das Teil zusammenzubauen. Hier ist nochmal Holz. Aber ganz ehrlich, das Holz fühlt sich gut an. Das ist auch kein so Sperrholzzeug, sondern man sieht bei dem Bogen, das ist richtiges Holz. Ja, immerhin, gute Qualität. Macht schon einen soliden Eindruck. Und das Metall hier fühlt sich auch sehr stabil, sehr schwer, sehr wertig an. Also nicht so, wie soll ich sagen, kein so leichtes Zeug, sondern richtig, das kannst du kaum verbiegen. Also macht einen guten Eindruck. Okay, ich lese mir mal kurz die Bedienungsanleitung hier durch. Und melde mich gleich wieder. Okay, die Bedienungsanleitung ist am Anfang auf Englisch und ab der Mitte geht sogar auf Deutsch weiter. Da steht drin, was alles drin sein sollte und wie man das dann hier zusammenbaut. Schritt 1, befestigen Sie die quadratische Buchenholzbasis, Buchenholz, mit Schrauben an einer Seite des Stahlgestells. Das ist dieses Stahlgestell. Das Gute ist, dass alles schön beschildert oder bemalt. So rum. Also das da rein und dann wird es festgezogen mit den Schrauben. Schauen wir uns mal die Schräubchen an. Das ist mal eine Seite hier, damit ihr mehr Platz habt oder damit ihr besser seht. Okay, also das hier wird man später brauchen für die Wandmontage, ganz sicher. Das hier ist ein wahrscheinlich zusätzlicher Kleiderhack. Oh, Werkzeug ist auch dabei, cool. Und dann schauen wir mal, was hier alles drin ist. Hey, sind echt ganz schön viele Schrauben, oder? Okay, aber das sieht ja recht einfach aus. Also die nehmen immer ein so ein Ding mit einer Unterlagscheibe und dann eine Schraube. Die Schräubchen sind alle wahrscheinlich alle gleich groß. Und befestigen das, oder? Kann man das hier so durchschieben? Hier sind extra. Geh mal näher ran wahrscheinlich. Bist schon da dran? Naja, perfekt. Das passt hier super rein.
Und dann kann man wahrscheinlich so eine Schraube von hinten da reinmachen. Okay, alles klar. Wisst ihr was? Ich, nee, Werkzeug brauche ich ja noch nicht mal. Das habe ich ja hier. Das sieht schon fast zu einfach aus, oder? Okay, ich stoppe mal die Zeit. Und zwar, ihr könnt mal drauf gucken. Sieht man es? Es ist 16:56 Uhr. So, und ich lege einfach mal los. Ihr bleibt weiter da drauf. Schau einfach weiter drauf, weiter filmen. Und beobachte mich. Kannst auch ja, näher ran vergrößern, wie du denkst, dass es für dich angenehm ist. Okay, der erste Schritt ist fertig und wir haben gebraucht 3 bis 4 Minuten. Ja, sieht schon mal gar nicht so übel aus, vor allem mit dem Werkzeug. Es ist ein bisschen unhandlich, da drin rumzufummeln, aber es ist machbar. Dann schauen wir mal, was als Schritt 2 ansteht. So, als Schritt 2 steht das so und die Platte hier oben drauf. Achso, das habe ich noch gar nicht gezeigt. Schaut euch mal das Logo an. Sieht man das? Von Vontagus. Ist schon sehr cool gemacht. Und Tigris. Sieht nice aus. Also ganz ehrlich, ich hatte die Firma überhaupt nicht auf dem Radar. Die haben mich halt zufällig angeschrieben und gefragt, ob ich Bock drauf habe. Ich glaube, warum nicht? Kann man ja mal testen, wie sowas läuft. Aber so macht das schon einen ganz guten Eindruck. Achso, ne, da gerade umgekehrt. Also hier machen die es gerade umgekehrt. Vielleicht baue ich das auch gerade verkehrt rum zusammen. Ich richte mich hier an die Anleitung. Hier ist die Schraube plötzlich von der Seite. Wahrscheinlich hätte ich es auch auf der anderen Seite anders machen sollen. Moment, warte, warte. Ich schaue kurz nochmal in die Anleitung, ob ich es nicht verkehrt rum gemacht habe. Nee, da war es andersrum. Also besser wäre es wahrscheinlich, wenn man die Schrauben von der anderen Seite, weil so ist es ja viel bequemer. Keine Ahnung, warum das vielleicht auch einfach nur falsch abgezeichnet oder so. So. Achso, okay, jetzt habe ich die Zeit nicht gestoppt, aber ganz ehrlich, das war eine Minute. Okay, und jetzt steht auch schon dran, dass man das an die Wand montieren. Also mit diesen Dübeln hier, aber das wisst ihr ja selber, wie es funktioniert. Löcher bohren, Wand, Dübel rein oder ihr habt eine Holzwand, dann könnt ihr die ja, müssen direkt reingehen, in eine Holzwand reinschrauben zum Befestigen. Ich baue das Ding aber erstmal fertig zu Ende. Und zwar ist hier was. Okay, als nächstes steht hier, dass man diesen Haken montieren muss. Das ist der hier. Da ist auch das Werkzeug gleich dabei, was auch sehr cool ist. Und zwar, okay. Alles klar. Die nehmen erstmal eine Mutter. Drehen die da rein. So. Wahrscheinlich kann man dann damit auch die Höhe justieren. Was auch ganz cool ist. Was ich halt schade finde, ist, die benutzen da keine Unterlagscheiben. Habe ich nachher überhaupt genug? 4 habe ich, weil ich will das lieber mit einer Unterlagscheibe machen. Ja, ich mache das mit einer Unterlagscheibe, dann habe ich da viel mehr. Also ich richte mich jetzt hier nicht ganz an die Anweisung von denen. Da können wir oben auch noch einen. Wir haben ja mehr als genug von denen da. Weil in der Bedienungsanleitung ist keine drin. Weil, schaut mal hin, da, schaut mal hin, da sind nur diese zwei Muttern. Aber da wir ja genug Unterlagscheiben haben. Machen wir das einfach mal mit Unterlagscheiben. Spricht ja nichts dagegen. Wir sind ja flexibel bei sowas. So, dann können wir hier auch den Schlüssel nehmen und ein bisschen mit Gefühl festziehen. So. Okay, wir improvisieren hier einfach ein bisschen. Sieht schon mal gut aus. Man kann es ein bisschen nachjustieren. Top. Dann, was steht hier als nächstes dran?
Oh, das Video wird wahrscheinlich zu lang. Wir machen mal eine kleine Pause zwischendurch. Was ich erst jetzt gesehen habe, ich dachte, das wären nur die Schrauben zum Reindrehen, aber diese Hülsen selber haben auch so einen Imbusanschluss. So, da sieht man es. Habe ich verpeilt, sorry. Aber das Gute ist ja, ich mache es vor, ihr macht es nach und seht dann schon mein Gemurkse. Dann machen wir als nächstes diesen Halter hier drauf. Einfach so. Dann fangen wir mal mit einem an. Ne, warte mal, ich habe die Unterlagscheibe vergessen. Sonst macht das ja hier einen schlechten Eindruck. So. Unterlagscheibe. Schraube von unten. Oh, ich habe die Zeit wieder nicht gestoppt. Jetzt kriege ich die Schraube da nicht rein, Mensch. Was ist denn da los? So. Drin. Hier könnt ihr sehen, wie man das, dass man auch die Hülse selber drehen kann. Ja, passiert schon mal, ne? Ist ja wie immer, wenn man irgendwelche Möbel oder so zusammenbaut. Man braucht immer ein bisschen, um zu raffen, wie es läuft. Und irgendwann hat man den Dreh raus. Aber ganz ehrlich, so qualitativ macht das schon einen guten Eindruck. Also alles schön robust verarbeitet. Ich finde, das sieht auch stylisch aus. Mit der Farbe und so. Kann ich mir gut vorstellen. Und ich erkläre euch dann nachher auch, wie ihr das Teil abstauben könnt. Hat ja auch mit der Weihnachtsaktion ganz cool hingehauen. Haben sich auch alle gemeldet. Bis auf einen. Da hat es leider nicht geklappt, aber nicht so schlimm. Er kriegt jetzt wieder die Chance, bei dem Gewinnspiel mitzumachen. Das letzte Schräubchen. Na. Also ist eigentlich alles, wenn man nicht gerade zwei linke Hände hat, sehr simpel. Okay, ich glaube, das kriegt man sogar mit zwei linken Händen hin. Alles sehr simpel machbar. Ach, da ist noch ein zweiter Imbus, den habe ich ja gar nicht gerafft. Oh mein Gott, ich bin echt blind. Weil da kann man kontern. Moment. Und dann richtig festziehen. Seht ihr, deswegen mache ich solche Videos. Dann könnt ihr aus meinen Fehlern schon direkt lernen. Und ihr könnt mir auch bestimmt sagen, ob ich sowas dann direkt als auch als Werbung deklarieren muss oder so. Weil ich mache das zum ersten Mal und habe da nicht so den Durchblick. Und ihr könnt auch in die Kommentare gerne reinschreiben, was ihr von sowas haltet. Ups, jetzt wollte ich nichts verlieren. Soll ich sowas öfter machen? Hättet ihr da Bock drauf? Oder soll ich mich einfach nur aufs Rollerschrauben konzentrieren? Weil gerade zum Rollerschrauben ist mir das tatsächlich zu kalt. Die Garage hier ist auch übertrieben kalt. Oder kennt ihr die Firma One Tigress? Habt ihr von denen schon was gehört? Wie gesagt, ich hatte das gar nicht auf dem Radar. Das ist alles neu für mich. Okay, dann ist das Hauptprozedere fertig, oder? Ja, ist alles fertig. Ich habe hier seltsamerweise noch zwei Schrauben und zwei Hülsen übrig. Ich weiß nicht, wofür die sind. Aber cool ist halt, hier könnt ihr eure Weste hinhängen, da unten könnt ihr eure Jacke hinhängen. Oben könnt ihr irgendwelche Sachen noch reinklemmen. Oben kommt euer Helm drauf. Okay, ich suche mal ein hübsches Plätzchen, wo ich das montieren kann, um das mal vorzuführen. Und wir sehen uns gleich wieder. Also, ihr habt ja gesehen, die ganze Montage hatte, ich glaube, gefühlt 5 Minuten oder so gedauert. Geht mega einfach, mega easy. Vor allem, ich habe es jetzt euch gezeigt, wie es geht. Kriegt ihr es ohne Probleme hin. Ich habe es jetzt provisorisch mal an die Wand geheftet, aber hier wirklich nur mit zwei Schräubchen, um euch zu zeigen, wie das funktioniert. Dazu habe ich hier mein. Sieht schon schick aus, ne? Azubi, dem Azubi gefällt es auch. Also, ich habe hier meinen alten, wie soll ich sagen, meinen Rückenpanzer von früher habe ich genommen, weil der passt hier einfach, glaube ich, super hin. Testen wir gleich mal. Schon ein bisschen eingestaubt.
Ja, den kann man hier perfekt aufhängen. Dann bleibt mal drauf. Genau, man sieht alles schön. Kann man einen, ich habe hier alles in der Garage rumliegen, einen tollen Helm nehmen. Den können wir dann hier oben drauf. So, und da ist ja noch ein Kleiderhaken. Da können wir dann zum Beispiel unsere Jacke hinhängen, unsere Motorradjacke. Ich habe hier noch meine alte, ist auch noch komplett eingestaubt. Und da haben wir einen Kleiderhaken. Die können wir dann einfach da hinhängen. Und schon hängt hier alles tipptopp dran. Okay, es ist jetzt ein bisschen unschön, aber. Oder ich könnte mal was anderes ausprobieren. Wenn ich nur meine Jacke nehme. Na, und die hier drüber hänge. Ja, geht auch. Sieht auch cool aus. Also, es ist recht praktisch und vor allem trocknet es dann vernünftig. Ja. Das war auch schon das ganze Video. Achso, ich muss euch noch erzählen, wie ihr es bekommen könnt. Und zwar genauso wie mit der Weihnachtsaktion. Schreibt mir einfach eine nette E-Mail, dass ihr das Teil haben wollt. Auf, genau, E-Mail-Adresse ist rockyrollerdoktor@gmail.com. Einfach eine nette E-Mail hinschreiben. Und wenn ich mich innerhalb 2 Wochen bei euch melde, dann kriegt ihr das Teil. Und dann habt ihr tatsächlich auch nochmal 2 Wochen Zeit, mir zu antworten. Weil der andere, der hat es leider zu lange gebraucht. Das hat jetzt, glaube ich, 3 Wochen oder so, oder noch einen Monat fast schon gebraucht. War ein bisschen zu lang. Ihr müsst bedenken, dass ich nicht ganz so lange warten kann damit. Tut mir leid, aber derjenige hat ja jetzt wieder die Chance, dabei mitzumachen und das Teil abzukassieren. Probieren wir mal, ob das Ding noch passt. Oh. Junge, Junge, ist schon eine Weile her. Oh. Oh, da muss man sich richtig reinzwängen. Ja, die wird eng. Geht auch nicht mehr zu. Okay, das heißt für mich wahrscheinlich ganz viel Abspeck. Oh mein Gott, dass ich die früher getragen habe. Okay, das ist auch schon das Ende vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr Fragen, Ideen, Anregungen habt, schreibt mir einfach in die Kommentare oder auf Instagram, Rocky Roller Doktor heiße ich da. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. Für die Leute, die noch nicht abgeschaltet haben, natürlich noch ein kleiner Bonus. Und zwar, ich werde, also hier haben wir noch 2 Schräubchen und 2 Dings übrig. Keine Ahnung, wofür die sind. In der Anleitung steht auch nicht wirklich was drin. Ich werde das Teil an euch rausschicken, genau so wie es ist zusammengebaut. Das bedeutet, ihr müsst euch nicht die Mühe machen und habt schon ein bisschen Zeit gespart. Achso, die Dübel und Schrauben gebe ich natürlich auch mit. Bedienungsleitung kommt auch mit rein. Ich suche noch einen passenden Karton. Und ich wünsche euch noch viel Spaß bei allem. Ciao!